But if you close your eyes. Und es ist scheiße heiß in meiner Wohnung. Sind gerade, also nur in meinem Zimmer sind es 32 Grad, Alter. Ich schwitze wie sonst was, geht gar nicht. Aber gut. So, ich bin Flimpy, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich habe mir überlegt, so das Reaction-Video auf die Twitch.com ist gut angekommen und somit dachte ich mir, ich mache einfach noch eins, also jetzt ohne also so halbwegs Reaction. Und zwar habe ich mir überlegt, so ich habe letztens ein Video gesehen, da hat jemand mit elektronischen Geräten rumgespielt. Da dachte ich mir, hey, das kann ich auch. Deswegen habe ich mir jetzt ein kaputtes Tablet besorgt. Man sieht halt hier überall die Risse und alles. Hier mal so ein bisschen Logo für meinen Kanal. Man sieht halt überall die Risse, ne? Sehr schön. Von der Firma. Und ich wollte mal gucken, wie viele Gummibänder, zack, es braucht, um dieses Tablet in der Mitte zu zerknicken. Also die Mission ist jetzt quasi, wir packen die Gummibänder so rum um das Tablet. So viele wie möglich, bis das Tablet zerbricht. Das Tablet habe ich für, ich glaube, 15 Euro bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Da fehlt leider der Anknopf hier oben. Normalerweise wäre hier der Anknopf. Das ist laut und leise, aber hier wäre der Anknopf und der ist leider nicht existenziell. Somit kann ich leider höchstens probieren, ob ich das Gerät eventuell über ein wundervolles, überhaupt nicht nervendes Kabel anschließen kann. Warum es überhaupt nicht nervend ist? Aus dem einfachen Grunde. Ich weiß nicht, was ich mir überlegt habe, als ich mir das gekauft habe. Ja. Lassen wir mal so stehen. So. Ihr wollt nicht meine hässliche Fresse sehen, das weiß ich selber, deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen runter mit der Kamera, ne? Nicht dahin, wo ihr jetzt seht. Wir gehen hier auf meinen Tisch. So. Ihr könnt ja hier, wenn ihr sehen wollt, könnt ihr hier meinen. Nein, muss ich ja so halten. Hier mein Gesicht sehen. Aber das will keiner sehen. So, ich schließe jetzt mal das Ding hier an. Ihr seht, das lädt, aber ich krieg's nicht an. Weil der Touchplay kaputt ist. So. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass man das nicht anmachen kann. Weil ich hätte schon ganz gerne eins gehabt, was man anmacht, wo man halt auch sieht, wie der Bildschirm, wenn es hoffentlich funktioniert, kaputt geht. So. Aber dieses blinkende Licht muss man auf Dauer leider nicht sehen. So. Das Tablet. Ich habe hier 60 Gummibänder. Das wird auf jeden Fall nicht reichen, deswegen habe ich mir Verstärkung besorgt. Das sind ungefähr 60 Gummibänder. Laut Hersteller stand es auf jeden Fall so da. Mathe gleich 9. 7 mal 6, warte mal, 6 mal 6 sind 36, ja, 7 mal 6 sind dann 42, also 420 Gummibänder sind das. Das ist mal eine ordentliche Menge. So, so. Jeder Experte, der auch keine Ahnung von Physik hat, weiß, dass dieses Gummiband viel zu klein ist für dieses Tablet. Ich habe jetzt auch lange Zeit überlegt, soll ich das so am besten so aufstellen oder so rum, damit man halt seitlich von den Kameras auch sieht, was da passiert. Aber irgendwie habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, wie ich das dann hinstellen soll. Womit? Aber ich habe eine Idee. Ich habe hier eine Box, wo keine Werbung draufsteht. Das ist sehr schön. Somit kann ich das Tablet hinstellen. Hashtag kann ich nicht. Scheiße. Ja. So sollte es doch vorerst funktionieren. So. Jetzt nehme ich das erste Gummiband. Ist ganz schön auf Spannung. Klappt. So, das wäre eins.
2. Und sieht man schon was? Biegt sich schon? Nein, Quatsch. So schnell geht das leider nicht. Mann! Geht ja schon mal gut an, der Bums hier. Mano! Gut, dann machen wir erstmal so weiter. Zack. 3. So, die ersten 25 sind drum. Gucken wir mal. Also bis jetzt hat sich noch nicht viel verändert. Die sind aber schon ziemlich stramm drum. Teilweise aber noch ein bisschen sehr locker, finde ich, an manchen Stellen. Bin mal gespannt, wie das wird. Mal mit den nächsten 25 weiter. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber ich finde, es hat sich schon leicht verändert. Na, es ist Einbildung. Stück. Mein Witz ist denn widerlich. Das halte ich nicht durch. Das tut ja weh wie Sau. 100 Stück. Ist noch keine Lücke hier zwischen gebildet. Wenn die weiter hier unten dran mache, steht es gleich von ganz alleine. Die könnten ein bisschen strammer sein. Sieht's aus? Sieht man schon Unterschied? Ne, ich finde noch nicht. Kann es sein, dass diese komischen Gummibänder nicht stark genug sind? Das wäre natürlich echt schade. Wie bei Gummi an den Händen, ne? Gummibänder. Das Ding macht immer noch einen sehr robusten Eindruck. Oh! Wenn man das jetzt hier nimmt und ganz genau hinguckt,
fängt an, sich innen drin zu bewegen. Das ist schon auf Spannung, ne? So ist nicht. Gummibänder. Boost. Geht schon los. Oha. Habe sogar schon einen Schweißtropfen drauf. Yes. Sieht man, dass langsam so man die Kamera hält, so langsam ist der Punkt erreicht, wo er sich wellt, noch mehr als vorher. Okay, das sind jetzt, fuck, waren es 250 oder 275? Nochmal runter, nochmal neu machen. Ich hab's echt jetzt. So, 300. Ich finde die Ecke hier, nee, die, sorry, die hier, die macht so einen leichten Knick nach unten. Machen wir es mal so. Seht ihr das? Bei 300. Oh, fuck my life, Alter. Holy shit, hab ich mich gerade erschreckt. Alter, Scheiße. Fuck. What? Alter. Puh, oh Scheiße, hätte ich echt die Kamera ins Gesicht halten sollen. Ah, fuck, jetzt geht mir gerade die Pumpe. Scheiße. Das war aber auch ein Knall, ey, krass. Bruder, Alter, krass. Oha. Oha. Würde ich mal spontan behaupten, 300 Gummibänder und etwas Hilfe und das Ding macht einen Abgang. Crazy shit. Eigentlich habe ich, ist mir jetzt erst der Gedanke gekommen, scheiße, ich muss die Gummibänder alle wieder abmachen. Aber ja, jetzt habe ich hier erstmal ein schönes Tablet-Sandwich. Bis dahin, ne? Nein, Quatsch. So, ja, jetzt machen wir mal die ganzen Gummibänder wieder ab. Sollte ja jetzt auch funktionieren. Ja, toll. Wo war das Oberste?
Finde es interessant, wie die hinten zusammengebaut sind. Braucht jemand noch ein Tablet? eBay Kleinanzeige, Tablet unbenutzt? Wenn ihr euch das Video angesehen habt, bedanke ich mich dafür. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Ich bin für jederlei Quatsch zu haben, lustigerweise. Und lasst doch einfach mal einen Daumen da. Und ein Kommi wäre sogar richtig geil. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, einfach nur Bescheid sagen oder mal in die Kommi schreiben, Abo dalassen, wie auch immer. Hier, ihr wisst ja, Glocke zum Sonntag, obwohl heute Dienstag ist. Ja. Ich glaube, ich stelle das noch bei eBay rein. Bis dahin. Cheerio.